بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Meine lieben Geschwister, ein Phänomen, was wir heute sehr oft beobachten, und zwar gibt es Schwestern, die das Kopftuch tragen, aber nicht beten. Und das ist sehr bemerkenswert, sehr komisch, denn das Gebet ist wichtiger als das Kopftuch. Das Kopftuch ist wichtig, keine Frage. Aber wichtiger als das Kopftuch ist das Gebet. Denn das Gebet ist die zweite Säule im Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam baut auf das Gebet, also auf die fünf Säulen, und das Gebet ist eine der fünf Säulen. Und das Gebet ist die erste Sache, wonach der Mensch am jüngsten Tag gefragt wird, vor dem Kopftuch. Und deswegen, meine lieben Geschwister und vor allen Dingen die Schwestern, fangt mit dem Gebet an, denn das Gebet ist wichtiger als das Kopftuch. Das Kopftuch ist gut, ist schön, ist wichtig, aber viel wichtiger ist, dass du vernünftig betest zu Allah, fünfmal am Tag. Wenn du dann das Kopftuch anziehst, dann, alhamdulillah, hast du deine Religion umso mehr vervollständigt. Aber wenn du Kopftuch trägst und nicht betest, dann kann es vielleicht so sein, dass du für dieses Kopftuchtragen nicht mal belohnt wirst. Weil es gibt einen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, ob derjenige, der nicht betet, überhaupt noch ein Muslim ist. Deswegen, meine lieben Geschwister, schaut, dass ihr das Gebet fünfmal am Tag verrichtet, und die Schwestern, die sich bedecken, aber nicht beten, sie sollen wissen, das Gebet ist wichtiger als die Bedeckung, wichtiger als das Kopftuch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Erfolg geben, das Gebet fünfmal am Tag zu verrichten. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.